Willkommen, meine lieben Freunde, zu meinem neuesten Let's Play, dem Rollenspiel Arcanum von Dampfkraft bis Magie oder so irgendwie ist, heißt der Untertitel. Ja, wie ihr schon am Eingangsbildschirm seht, haben wir hier sowohl Magie als auch Technologie vereint in diesem Spiel. Ausgezeichnetes Spiel. Dieses absolut erste Mal ist eigentlich noch kein Spielstart, sondern, um ehrlich zu sein, es geht mir darum, dass ich euch mal ganz kurz zeige, die Erschaffung von einem Charakter. Ich würde nämlich ganz gerne mit euch, bevor ich das Spiel starte, euch befragen, was ihr denn gerne so als als Ausgangspunkt hättet. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Wir können entweder einen Mann oder eine Frau spielen. Das macht tatsächlich einen großen Unterschied in dem Spiel. Und zwar, also Männer sind der absolute Durchschnitt. Menschliche Männer sind der absolute Durchschnitt. Die haben in jedem Wert, also bei jeder Eigenschaft Wert 8. Ja. Wenn wir auf Frauen gehen, sehen wir, Frauen sind ein wenig schwächer als Männer. Das heißt, sie haben Strength nur 7, aber sie halten dafür mehr aus. Das heißt, ihre Lebensenergie ist größer und sie sind auch resistenter gegen Gifte. Ihre Konstitution hat um einen Punkt mehr. Also schon allein da sehen wir, dass es nicht ausgeglichen ist zwischen Männern und Frauen. Viele moderne Rollenspiele versuchen ja Männer und Frauen möglichst vollkommen gleich zu halten. Hat natürlich durchaus seine Berechtigung, aber in dem Spiel ist es durchaus relevant, ob wir ein Mann oder eine Frau sind. Es ist auch so, Frauen können nicht alles machen, was Männer machen und umgekehrt. Also es gibt einige Dinge, die nur Männer machen können, eher Männer als Frauen. Frauen sind, wir spielen da in einer Welt, die ein bisschen viktorianisch ist. Das heißt, Dampfmaschinen und sowas in die Richtung. Ihr wisst, zu diesem Zeitpunkt waren Frauen noch nicht unbedingt so die wichtigsten Proponenten der Gesellschaft. Das war eine sehr männliche und sehr matriarchale Gesellschaft und das lässt man uns auch spüren, wenn wir eine Frau spielen, soweit ich mich entsinnen kann. Ich bin mir aber nicht so sicher. Es ist auch so, wir können nicht von jedem Volk, also es gibt verschiedene Völker, die gehe ich gleich als nächstes durch, auch das müssen wir uns entscheiden. Es gibt verschiedene Völker und für Frauen können wir nicht alle Völker nehmen. Menschen können wir natürlich nehmen. Ich gehe mal ganz kurz die Völker bei den, ich gehe mal die Völker bei den Männern durch, weil bei Männern kann man jedes Volk aussuchen. Auch das Volk solltet ihr euch aussuchen. Neben Menschen gibt es diese typischen Fantasy-Rassen. Es gibt Zwerge, die gibt es nur für Männer. Zwerge geben plus 1 auf Stärke und Konstitution. Außerdem sind sie besser in Technologie. Das heißt, wenn ihr einen Technologen wollt, würde ich einen Zwerg vorschlagen. Allerdings haben sie einen Nachteil bei Charisma. Das ist wirklich unangenehm. Charisma ist tatsächlich ein wichtiges Attribut in dem Spiel. In Geschicklichkeit sind sie auch auf minus 1. Das heißt, von den 8,8, die wir am Anfang haben, werden wir hier auf 9,9 für Stärke und Konstitution und 7,7 für Charisma und Geschicklichkeit. Plus eben den Vorteil bei Technologie und einen Nachteil tatsächlich bei Magie. Genau das Gegenteil von den Zwergen sind mehr oder weniger die Elfen. Wir haben ein Plus auf Geschicklichkeit und auf Beauty und auf Willenskraft. Beauty ist Schönheit. Willenskraft schützt uns vor Magie im Großen und Ganzen. Das ist der Attributswert, der uns vor Magie schützt. Aber im Gegensatz dazu haben wir dann minus 2 auf Konstitution und minus 1 auf Stärke. In dem Fall könnten wir eine Frau nehmen.
Das heißt, unsere Konstitution wäre auf 7, dafür wäre unsere Stärke auf 6. Ja. Außerdem haben sie eine natürliche Begabung für Magie und hassen Technologie. Wir werden im Spiel noch darauf zu sprechen kommen. Auch da gibt es natürlich unterschiedliche Typen, die wir uns dann aussuchen können. Ja, neben Elfen und Zwergen gibt es auch noch Halbelfen, also halb Mensch, halb Elf. Und tatsächlich ist es eine Mischung aus Mensch und Elf. Das heißt, der Bonus für Magie ist geringer als beim Elfen. Dafür verlieren wir nicht so viele Punkte bei Konstitution und auch bei Stärke nicht. Wir haben also ein Plus 1 auf Geschicklichkeit und auf Schönheit und ein Minus 1 auf Konstitution. Und wir sind ein bisschen besser in Magie. Auch davon können wir die weibliche Variante wählen. Wir haben jetzt mehr oder weniger die drei wichtigen Rassen: Menschen, Zwerge und Elfen. Es gibt aber noch ein paar andere. Es gibt Gnome. Ich persönlich bin ein großer Fan von Gnomen. Die sind recht klein. Haben ein Plus 2 auf Willpower, sind also nicht sehr einfach zu bezaubern. Sind sowohl gut in Magie als auch in Technologie. Das heißt, sie sind so wie Menschen nicht festgelegt auf eins der beiden. Sie haben einen Bonus auf Handeln. Es ist ganz nett, weil jede Rasse hat natürlich auch irgendwelche Eigenschaften, die ihnen zugeschrieben werden. Und die Gnomen sind im Normalfall die reichen Städter, die Technologie für sich arbeiten lassen quasi. Ihre Konstitution ist allerdings etwas schwächlich. Von Gnomen können wir keine Frauen nehmen. Schade eigentlich. Eine sehr patriarchale Gesellschaft offensichtlich. Ja, Halblinge. Sowas ähnliches wie Gnomen, allerdings statt der Konstitution ist da die Stärke schwächer und dafür Dexterity stärker. Das heißt, Halblinge sind besonders gut, wenn man einen Stealth-Charakter spielen will, einen, der sich überall hineinschleicht. Und ja, außerdem haben sie einen Vorteil für kritische Treffer. Das heißt, Halblinge sind tatsächlich gute Nahkämpfer, auch wenn das vielleicht nicht ganz so wirken würde. Ja, Gnome hingegen sind eher gut im Rausreden. Deswegen mache ich Gnome wahrscheinlich auch mehr. Gut, dann gibt es noch Halborks. Man kann keine Orks spielen, aber man kann Mensch-Ork-Mischung spielen. Die sollen sehr gewalttätig sein, diese Halborks. Sie haben einen Bonus auf Konstitution und Stärke. Dafür einen Abzug auf Schönheit und Charisma. Wie schon gesagt, das mit dem Charisma ist nicht so unwichtig in dem Spiel. Das Charisma bestimmt nämlich, wie viele Gruppenmitglieder man haben kann. Je weniger Charisma, desto weniger Gruppenmitglieder. Ich glaube, pro 4 Charisma-Punkte ein Gruppenmitglied oder sowas in die Richtung. Das heißt, mit einem Anfangswert von 6 dürften wir nur ein einziges Gruppenmitglied haben. Ja, egal. Können wir von denen auch Frauen spielen? Ich glaube fast. Ja, wir können auch Frauen spielen. Ja, die haben halt mehr oder weniger plus 2 auf Konstitution. Beauty an sich, also Schönheit an sich, ist nicht unbedingt notwendig. Also man kommt auch relativ gut mit einer schlechten Schönheit aus, aber ihr wisst ja, wie das so ist. Der erste Eindruck zählt. Für den ersten Eindruck ist die Schönheit wichtig. Das heißt, wenn man zu irgendjemandem hingeht und ihn anspricht und hässlich ist, dann sind die Leute gleich einmal unfreundlicher zu einem. Gut, neben Halborks, ich hätte bei Männern bleiben sollen, gibt es dann noch Halboger. Interessanterweise sind die eher friedfertig. Davon gibt es nur die männliche Version von Halbogern. Die sind extrem stark, haben allerdings einen groben Nachteil. Sie sind extrem dumm. Sie haben Intelligenz minus 4 und auch ihre Schönheit ist im Normalfall nicht so gut. Die werden wir auch sehr häufig sehen als Bodyguards und ähnliches für Gnome.
Ja, sie kriegen ein plus 10% auf Damage, also um Giften zu widerstehen. Und sie sind halt exzellente Kämpfer, also die kann man wirklich gut für den Nahkampf ausbilden. Das Problem, der schlechte Intelligenzwert, es ist so, je intelligenter man wird, desto mehr Möglichkeiten hat man im Gespräch. Also Charisma ist zwar wichtig, um Leute zu überreden, dass sie irgendwas tun für einen, aber Intelligenz ist oft wichtig, um im Gespräch zu bleiben. Und unter einem gewissen Intelligenzwert, das ist ganz witzig, ist es so, dass man nur beschränkte Möglichkeiten für die Kommunikation hat. Da spricht man dann so in die Richtung, ich hunger, du mir geben Essen. Ja. Ja, also für Kämpfer wären Halboger sehr gut, für Einzelkämpfer vor allem, weil es sehr schwierig ist, mit diesen Sprachoptionen dann auch was zu finden. Gut, wie schon gesagt, Frauen gibt es für Menschen. Es gibt sie für Elfen, Halbelfen und Halborks. Ja, es gibt dann noch einen Background an für sich. Das ist ganz interessant. Da gibt es einige, die kommen überall vor und einige, die gibt es nur für einzelne Rassen. Das gibt es wirklich viele verschiedene. Wraith by Monks zum Beispiel. Da kriegt man Perception plus 1, also Wahrnehmung plus 1. Und was noch? Aber man startet mit viel weniger Geld. Ist nicht so ein grober Nachteil eigentlich. Child of a Hero, man startet mit einem plus 1 Schwert. Die Leute mögen einen mehr, aber wenn man irgendwas Böses macht, dann sind sie gleich ganz grantig auf einen. Inheritance, minus 1 auf Willpower, dafür mehr Startgeld, das ist dämlich. Ja, sowas in die Richtung. Apprentice to Shopkeeper, Sent to Charm School. Im Großen und Ganzen, je nachdem, was ihr sagt, dass wir spielen sollen, Bookworm, werden wir uns dann entscheiden, da bei diesen speziellen Dingen. Das heißt, wichtig ist für uns zunächst einmal, welches Gender, welche Rasse. Und in welche Richtung wir den Typen spielen wollen. Man könnte zum Beispiel ganz abstrus sein und einen Zwergenmagier oder sowas spielen wollen. In welche Richtung können wir spielen? Also grundsätzlich ist es ausgelegt in verschiedene Richtungen. Wir können einerseits Magiebegabte spielen. Tatsächlich ist das die einfachere Art und Weise zu spielen. Magie ist immer stärker als Technologie. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das Einzige, was lustig ist, ist, wenn man sehr technologisch unterwegs ist, kann es sein, dass die Magie überhaupt nicht funktioniert, die auf einen gewirkt wird. Das ist ganz nett. Das heißt, man wird irgendwann mal immun gegen Magier. Man kann einen Technologen spielen. Ich muss zugeben, Technologen zu spielen ist sehr schwierig in dem Spiel, wenn man ständig auf der Suche nach neuen Rezepten ist. Man muss ständig irgendwelche Sachen finden, die man dann verwenden kann. Tatsächlich ist das auch einer der Punkte, die gerne kritisiert wird an dem Spiel, dass es nicht sonderlich ausgeglichen ist. Also Magie ist sehr viel stärker als die Technologie, zumindest als Spielercharakter ist dem so. Man kann aber auch vollkommen ohne Technologie und ohne Magie spielen, einfach einen Nahkämpfer, der herumzieht. Grundsätzlich kann man auch so anlegen, man kann die Kampagne gut spielen, man kann sie böse spielen. Man muss sehr selten kämpfen, also man kann fast alle Sachen auch ohne Kampf lösen. Also die meisten Quests, die wir kriegen werden, werden wir auch durch Reden lösen können. Das heißt, auch da müssen wir eine gewisse Entscheidung treffen, ob wir eher der Haut-drauf-Typ sind oder derjenige, der mit dem Mundwerk alles schafft. Wir nehmen einmal ich zeige euch mal, wie es da weitergeht, Ja, okay, wir müssen noch einen Namen choosen. Anita Eckberg.
Wieso nicht? Sie schaut aus wie eine Anita Ekberg. Ja, wir können nämlich noch einige Punkte erhöhen. Hier, ich weiß nicht genau, wie viele Punkte wir... Ah, wir haben noch 5 Punkte zu vergeben. Ich überlege nur gerade, ob man die... Ja, die kann man für verschiedene Sachen ausgeben. Entweder dafür. Ja, Konstitution zu erhöhen, erhöht auch unsere Ausdauer. Interessant, wieso erhöht Konstitution das und Stärke unsere Lebenspunkte? Das ist interessant. Ja, was kann man noch machen? Man kann am Anfang, es gibt Skills, das sind die Skills. Es gibt Kampfskills, dann so hinterhältige Skills, also für quasi Diebe, Backstep. Um das zu erhöhen, braucht man immer einen gewissen Minimalwert, das sehen wir da unten, Minimum Dex 6. Das heißt, wenn wir Backstep nehmen würden, würde das jetzt gehen. Also es gibt Kampf, sowas in die Richtung. Dann gibt es soziale Skills, Persuasion, bin ich drauf gekommen, ist ein ganz wichtiges Skill. Das werde ich auf jeden Fall relativ bald versuchen zu kriegen. Heal ist nur, um sich selbst zu heilen. Haggle ist Handeln, dann kriegt man die Sachen billiger. Gambling, weiß ich nicht, ob ich das jemals brauchen würde. Und dann gibt es noch technologische Skills. Disarm Traps ist durchaus wichtig. Picklocks, Firearms, Repair. An und für sich ist es so, Herrschaften, wir werden nie, also bei unserem Charakter auf keinen Fall alles machen können. Aber, also das heißt, wir müssen uns spezialisieren. Aber wir werden dann später Leute kennenlernen, die mit uns mitgehen. So, das sind die Skills. Es gibt dann noch technologische Bereiche. Wir sollten da jetzt irgendwo wieder runtergehen. Dann können wir das anschauen. Das sind die einzelnen technologischen Gebiete. Und grundsätzlich ist es so, wie bei der Magie dann, also da ist die Magie, in jedem technologischen Gebiet kann ich zunächst einmal das erste, also zum Beispiel die Heilsalbe, erforschen. Dann habe ich das Rezept für die Heilsalbe. Das ist aber nicht alles, was wir haben. Also diese Dinger hier können wir auf jeden Fall bekommen, wenn wir in Richtung Technologie gehen. Aber wir werden dann im Laufe des Spiels noch andere Anleitungen finden, die wir auch lernen können und die nicht unbedingt mit diesem Skillpunktesystem zu tun haben. Das ist vielleicht der größte Vorteil von der Technologie. Das heißt, wir sind nicht auf diese Skilltrees angewiesen, sondern es gibt dann noch andere auch. Ja, wir können das Strong Poison zum Beispiel machen, das ist ganz gut. Wir könnten einen Chemiker machen. Charges. Ja, und so weiter. Auch wenn wir hier weiter raufgehen wollen, also ihr seht, Animal Scent können wir nur dann lernen, wenn wir mindestens Intelligenz 11 haben. Und für das oberste hier brauchen wir, glaube ich, Intelligenz 20. Gut. Das wären die technologischen Sachen zur Magie. Magie läuft genauso. Allerdings bei der Magie finden wir keine zusätzlichen Sachen. Es gibt dafür aber auch um einiges mehr zu lernen. Magie ist auf Willpower. Das heißt, da geht es auf Willpower, nicht auf Intelligenz. Da gibt es auch einige Schulen, die machen Sinn und einige, die machen vielleicht nicht so viel Sinn. Vitality of Air. This spell raises the constitution of the target creature. Mal schauen. Also können wir auch raufgehen. Ah, ihr seht, da bräuchten wir Willenskraft 9, die haben wir zurzeit nicht. Okay. Also da gibt es halt dann... Angriffszauber, dann gibt es Verteidigungszauber und so weiter und so fort. Also das Übliche. Machen wir mal den Chemiker. Strong Poison und Charges. Ich glaube zwar nicht, dass wir Charges brauchen am Anfang. Ihr seht auch hier auf dieser Seite, das werden wir dann immer wieder sehen,
Durch das, dass wir da zwei Dinge genommen haben, auch wenn wir Skills in diese Richtung nehmen, in der technologischen Dings, gehen wir in Richtung Technologie. Je mehr wir da in dem Bereich sind, desto weniger funktionieren zum Beispiel Heilzauber auf uns. Umgekehrt, also diese Heilsalbe, was wir jetzt da gelernt haben, funktioniert bei uns gut, aber bei jemandem, der sehr hoch magisch ist, funktioniert sie überhaupt nicht oder ganz schlecht. Und auf dieser Seite sehen wir unser Alignment. Derzeit sind wir neutral, also wir haben weder Gutes noch Böses getan. Das wird sich mit unseren Handlungen ändern. Lassen wir das mal so. Ist ja wurscht. So, wir haben am Anfang ein wenig Geld und ein Kleid, das wir uns hoffentlich anziehen können. Wie geht denn das? Habe ich das jetzt an? Nein, ich habe es verkauft. Hurra. Okay, müssen wir halt nachher anziehen. Na super. Wir haben einen Teil unseres Geldes dafür ausgegeben. Sehr gut. Lockpicks. Ja, man kann dann alle möglichen Sachen einfach kaufen. Ein Schwert wäre vielleicht ganz gut am Anfang oder so irgendwas. Wie kosten das? 170 Coins. 2 bis 9. Ja. Waffen machen sowohl normalen Schaden als auch Fatigue-Schaden. Das steht dann immer als zweiten Wert. Okay. Ah, das ist billiger. Und das ist teurer. Wir kaufen das. Ich habe zwar keine Ahnung, wozu diese Ringe da sind, aber man kann das alles anziehen. Ein Boomerang. Stiefel. Stiefel sind nicht schlecht. Sonst müssen wir bloßfüßig herumrennen. Ja, am Anfang braucht man jetzt nicht so viel Zeug. Oh, kein Geld mehr. 6 Goldstücke, gut. Na gut, machen wir weiter. Und diese Anfangssequenz schauen wir uns jetzt eigentlich nicht mehr an, oder? Nein. Oh ja, wir schauen sie uns an. Also Herrschaften, schreibt mir unten in dieses Video, was ihr gerne hättet. Mann, Frau. Welche Rasse und auch generell in welche Richtung wir spielen sollen. Grundsätzlich ist mir das egal, in welche Richtung wir spielen. Es gibt halt schwierigere und weniger schwierige Sachen. Ja. Ja, ihr müsst bedenken, das Spiel ist schon relativ alt. Ogerschützen. Ogerpiloten? Ich bin nicht sicher, ob Oger klug genug sind, um als Piloten durchzugehen. Na, dieser Oger ist sowieso schon nichts geflogen. Ja. Bam. So, ihr wisst, was von euch verlangt wird. Wir haben den Anfangsfilm gesehen. Je nachdem, was ihr wollt, werde ich dann jemanden help. Spielen. Help me, please. Ah ja, es ist auf Englisch. I haven't got much time. You must find the boy. Find the boy and give him back his ring. Now he will know what needs to be done. Now listen to me. We had to do it. He did unspeakable things to us, and we had no choice but
but to do as he said. And there are so few of us left, but the work is almost finished. And then the evil, oh, you can't imagine. He's coming back to destroy everything. Everything and everyone. Please, just find the boy. Tell him that I escaped. I came back to warn. He will know what to do. You, my friend, it's all up to you. Okay, alles kaputt. Toter Gnom. Schrecklich alles. Gut, ich... wie schon gesagt, an dieser Stelle werde ich aufhören, bevor wir hier weitermachen. Wie schon gesagt, schreibt es unten rein, was ihr wollt. Oder auch nicht. Und das nächste Mal beginne ich einfach das Spiel. Und wir werden einen Charakter kreieren, der so ist, wie wir uns das alle wünschen. Gut, das gesagt, höre ich jetzt auf. Bis dann. Tschüss euch.